So. Und damit sind wir grüßt zu einem neuen Part. Ja, ihr dachtet, das ist noch. Das ist schon zu Ende und ihr kriegt jetzt hier schon das nächste Projekt. Nein, ich glaube, einen etwas kürzeren Part vielleicht kriegen wir noch hin. Mit ein wenig. Wir haben hier noch Bonuszeugs. Man wanted wohl Gästebuch. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ob ich noch so ein bisschen was aus den Bonus-Sachen so zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Es ist nichts Spektakuläres, aber hier mal zum Beispiel die Wanted One, wo wir ganzen Kickstarter, glaube ich, die sich hier noch verewigt haben. Michael Lee Lachim, ein Band von The Tavern for Incessantly Performing the Popular Wellspring Song War of Wonder Every Night. Da haben wir Aria, Did Tell Too Many Bad Pun Teen Jokes Even To She Thought They Were In Crave No I Am Doing It Too. And for biting the hand that fed him. Slesk. And Boatros. The Boys Their Wolves. His poetry is radical, perhaps too radical to justify his crimes against humanity. Quillian. Banned for taking all the fancy cups to she wears, she didn't do it. Zu haben wir hier noch. Banned because he tried to pay his tab with handfuls of pebbles. Raph the eccentric. Banned for the amazing enchantress. Entrances to the inn, like jumping in to the windows, flying to the front door and dropping in to the ceiling, somehow always announcing to everyone, be rude for I am here. Server, suspected for stealing magic items from other adventurers that are customers of the tavern. Hier ist jemand Crash, banned for sleeping, eating other characters' food. Da Randy Caveflayer Chaos Helm, banned for gathering all of the shiny tavern decorations and hiding them under the bar after drinking too much coffee. Headless. Interessant. Banned for stealing every spoon. Jamie. Overly flirts with patrons. Might also steal your wallet. Leon haben wir hier. Made an atrocious drink that could knock almost everyone out by the whole taste alone. Sayana, Sayana, banned for using or drink for her alchemist experiments, didn't need indoor blizzard. Fang, banned for stealing a barrel, needed it as a dragon mug. Meta, drunkenly summoned frogs and toads into the establishment. James the Unwieldy, he is banned for his poor singing and unpaid fine for some broken glasses. Azul, banned from the tavern for making the quest maiden cry. I am still very very sorry, Ingrid. Smiley.
our divinity evergreen was trying to sell empty flask, claiming that it was actually a potion of invisibility. Ari banned from the tavern for getting Ted too rowdy and daring to spout random definitely wrong conspiracy theories against the tavern owner. And Tater eating all the tater tots in the tavern and not leaving a good enough tip. At least that's what he thinks. He's actually forgot to pay for his meal. Banned, unknown, is banned for actively provoking bar fights between customers and then disappearing to watch the chaos somewhere else. Artemis, banned for napping too long. Pope-O tried to steal Andu 28 times. Auch wieder einen ohne Namen. Banned for plopping a hat off his hand bounty at the bar. Professor Kivalia, not a real professor, banned for bringing trouble to the tavern, which we definitely didn't need and don't want to have again. Starbeak Goldleaf, banned for trying to share their coffee and coffee beans with Andu. Aitor, reason for banning angering the dice gods. Oh, das ist ein Verbrechen. Die Würfelgötter verärgern, das sollte man nicht. Arcane Eureka, banned for multiple attempts of trying to smuggle her celestial chinchilla friend under her jumper. We have explained to her we cannot verify his age to drink by the color of his teeth. Wizard of Paws, sehr cute, banned for causing too much chaos due to the innkeeper trying out his new catnip recipe. Kukuhuli, banned for impersonating reality, eating a lich's fire lesser tree and theft. Oh, ein Mindflayer. Oder so. Sieht zumindest aus wie einer. Infernales Vamp. Banned for talking something every time the bartender turned away and Andu was the one who caught him. He stole 3 stools, 1 bottle, 1 can of herbs and broke a window on his way out. Oliver Moss, banned for selling glowing magical wishing rocks. Fayerton, banned for overfeeding playing with Andu after working hours. Oh, did she get in there? Thorsten, banned for everyone's great performances and table flipping temper. Warning, may start a war over musical criticus. Anna Lucy, banned for eating the tavern's entire stock of meat in one night. Sabrina, disturbing the peace. Opossums and firecrackers will no longer be allowed on the premises.
namenloser Band for releasing a horde of chickens into the tavern during a performance. Sakura fed the most disgusting drink I have ever been given to undo. Poodle Buggy gave me quite a way. Wind River used magic to awaken the barstools, which then unionized and walked out. Das sind so Sachen, die sich Kickstarter Supporter ausdenken. Auch sehr kreativ. Die auch mal im Menü hinterlegt sind. Im Gästebuch gibt es auch noch Sachen, die ich jetzt mal lieber nicht vorlesen werde. Das dauert dann viel zu lange. Dann kriegen wir hier noch die halbe Stunde voll. Ich kann es mal langsam durchblättern. So viele Seiten hier. Das Modius Mutarion hat sich reingeschrieben. Ich lese mal die Namen von Montana B. Joy Tukuis Fire Dir Merdev Edler Alien. Ich glaube, das lassen wir bleiben. Ist wichtig. Wenn ich das durchlesen würde, halt mal kurz das Video einen Moment auf YouTube. Das ist durchaus möglich. Jetzt auch in Hinweise fürs Spiel. Ja. Oh. Nachrichten an den Spieler. So long and thanks for all the fish. Großartig. Da kennt eine richtige Literatur. Da weiß einer Bescheid. Wahnsinn, was? Du durchaus auch. Coole Sprüche. Kann man sich mal in Ruhe durchlesen. Immer anhalten und in Ruhe lesen. Joa. Kram ich noch, ich würde mal noch eine kurze Sache rausgraben, die ich als Kickstarter-Unterstützung bekommen habe. Und da mal euch einen Ausschnitt von vorlesen mit einem Verständnis des Teams. Das Entwicklerteams da mal so kurz da mal ein bisschen was euch lesend zeigen. Müssen wir kurz das Spiel beenden.
Da wollte ich euch mal zeigen. Da gibt es Sachen. Solche Sachen gibt es da. Solche Sachen gibt es, wo man hier auf Kickstarter unterstützt. Finde ich ganz, ganz süß, ganz cool hier. Tavern Talk Story, so eine kleine Kurzgeschichte, die man da dazu bekommen hat. Ja, ist leider auf Englisch. Ich gebe mein Bestes vorzulesen, so zumindest die erste und zweite Seite, so ein bisschen, also das erste Kapitel da mal reinzulesen, ein bisschen zu zeigen, was da so gibt. So eine kleine Zusatzgeschichte zu den Charakteren aus Tavern Talk. Eine Geschichte geschrieben von Gustav Archibald Richmond III. Archie. Das ist sein Buch, was er nicht fertig geschrieben hat. War ja Teil von der Story. Der Gute wollte ja ein Buch schreiben. Hier ist es. Chapter 1. Der Casebook of Detective Melina. Young Archie had dismissed his passion for storytelling until he made rest in the esteemed Wayfarers Inn, a tavern at a crossroads between the mighty capital Themis and a small town called Zenith. For the longest time he believed the stirring life of an adventurer was his destiny, but in reality he cared about the tales of adventures much more, and where else to find them. These glorious adventures he dreamt about so vividly that in the Wayfarers Inn, an inconspicuous tavern at first glance, should you choose to ignore the mimic at the front door of the Primordial Vortex in the kitchen. But it had a speciality. Magic drinks that could influence your fate and nudge you in the right or wrong directions on path of heroism. On this day, whoever a lovely morning in the month of Cassiopeia, Archie did not venture to the Wayfarers Inn for a drink. Or for a story. No, he went to make himself useful. You must know the tavern had been ambushed by a hurricane a few nights ago. The weather of Fezoa could be quite haphazard at times. This hurricane, for instance, was traced back to a shift in astral currents and a quiescential lunar storm. It had broken off the weather vanes and window shutters and demolished the annex which had sheltered the now drenched firewood. Said annex was currently being magically rebuilt by the capable Selenitive Grace. Meanwhile, the retired but still unstoppable crafty adventurer Una was already fixing the weather vane on the roof. She spotted Archie and raised her arm to wave before sentient roof tail lunged at her face, knocking her off the roof and into the haystack. Jade had most likely left yesterday. Unbothered by all this, a young Wooka King detective seemed to be arguing with a bush. It was the renowned detective Menina, wrote about solved cases had carried around quickly like
the cones in Boreas. Und the house schwinds of the highlands. Only a dormouse would miss exciting news as such. Her energy was living and vivid, carrying her to the front yard of the Wayflowers Inn, like wildlife after a long, harsh winter. Archie was amazed by her attitude and for a moment wished he could be more like her, full of joy. Just for action without thinking of any repercussions. Not that he'd ever admit it. Either way, he knew that he was in for a story of century. So sparked by curiosity, Archie decided to follow. What he didn't know was that Detective Medina was not merely arguing with a bush. She was solving a case for a tiny creature, a creature not visible with the unaided eye. But for that to unfold, we must rewind a few hours back, a time when Medina spotted the perceptible figure by the well. Da wären wir bei Kapitel 2. Das lese ich mal nicht mehr vor. Ganze 5 Kapitel hat das Spiel. Die Story. Die A Study in Fairy Dust. Kleine Ermittlung von Detective Melina wird hier beschrieben. Bisschen fragwürdig, dass das in Englisch geschrieben ist, dass da keine deutsche Version dazu gibt. Ist auch so eine Sache. Dann müssen wir es jetzt nochmal, ist mir jetzt in den Credits nicht eingefallen, aber es gab ein paar deutsche Übersetzungsfehler drin in dem Spiel, wo ich mir gedacht habe, auch dafür, dass das Spiel von einem deutschen Entwicklerstudio gemacht wurde. Auch das hat mich so ein bisschen zu den. Zu den 9,5 verleitet so ein bisschen. Ja, warum gibt es Übersetzungsfehler, warum gibt es Rechtschreibfehler und manchmal sehr grobe Fehler, die wirklich wohl dann. Ja, ich weiß, ich verstehe, warum die englische Version bevorzugt wird, dass das für den englischen Markt besser ist, aber dass ein deutsches Studio es nicht auf die Reihe bekommt, fehlerfreie deutsche Textversionen hinzukriegen. Ja, sorry, aber das ist schon. Da müsste ich auch, da gibt es auch ein paar Punkte, ein paar kleine Pünktchenabzug. Also ein 10 von 10 Spiel ist es leider nicht geworden. Aber durchaus, ja. Sehr gut spielen. Es gibt ja auch noch ein. Es gibt auch noch ein Warbook. Das könnt ihr euch da, wenn ich schaffe, im Schnitt noch ein paar. So ein, zwei Seiten hier mal zeigen. Die ersten zwei, drei Seiten. Das ganze Warbook könnt ihr euch da. Das kann man sich auf. Kann man sich auf Steam, glaube ich, kaufen. Deswegen zeige ich da jetzt auch nur die ersten zwei, drei Seiten. Den Soundtrack gibt es auch zu kaufen und muss mal gucken auf Steam. Digital Pen and Paper One Shot. 5e kompatibel. Mit drei digitale Battle Maps. Tarotkarten ist dann zwar noch. Gibt's ein paar interessante Extras, die man da. Die Zusatz. Die Zusatz.
Die Kurzgeschichte gibt es leider nicht zu kaufen. Das war eine Kickstarter-Sache. Es gibt ein paar Sachen, die Kickstarter exklusiv sind. Da habe ich zumindest ein bisschen was mit euch jetzt geteilt von. Ja. Ich würde sagen, ja, die Wallpaper habt ihr, die ich geklickt habe, habt ihr ein bisschen in den Thumbnails der Videos gesehen. Da habe ich ein paar davon mit eng gearbeitet. Die Thumbnails. Konntet ihr da mal genießen. Boah, Video ist jetzt auch schon lang genug. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen bei meinem Let's Play Tabantok. Wenn es euch gefallen hat, dann mich nach oben unter diesem Video. Abo dann lassen, Glocke aktivieren. Ja, und beim nächsten Let's Play wieder reinschauen. Diesen Kanal. Und ja, supportet den Entwickler, indem ihr das Spiel also mindestens mal wishlistet auf Steam, falls ihr es euch nicht kaufen könnt. Wishlisten bringt das Spiel auch immer weiter. Und wenn das selbst gespielt habt, mal eine kleine Review da lassen. Das unterstützt den Entwickler auch immer. Werde ich auch nochmal machen. Das Spiel mal weiterempfehlen und mal ein bisschen Supports da lassen. Inzwischen gibt es auch, weiß nicht, wie das, ja, wird relativ zeitnah rauskommen. Es gibt auch ein kleines Anglü-Plüschtier, sehr bald, was gerade in Entwicklung ist. Das kann man auch nochmal gucken. Das Plüschtier, was entwickelt wird. Das Spiel und das Studio kann man auf unterschiedliche Weise unterstützen. Unterstützt entweder Indie-Studios, wo ihr könnt, habe ich schon gesagt. So. Unterstützt diesen Kanal mit einem Däumchen nach oben. Mit Kommentaren unter diesem Video und den Videos des Projekts. Schaut auf Twitch vorbei. Bei tollen neuen Streams. Und freut euch auf mehr Gaming-Content auf diesem Kanal in den nächsten Tagen. Also habt mal eine angenehme Zeit. Man sieht sich. Ciao, ciao.